Herzlich willkommen zurück bei den Viehchroniken. Das fiese Vieh ist nicht durch die Luke gesprungen, sondern hat einfach mal den Teppich wieder drüber gelegt, sodass wir eine fiese Falle haben. Und jetzt werden wir nochmal versuchen, die gute Sasi hereinzulocken. Mal gucken. Juhu! Hey, stehen bleiben! Und zack, versteck dich. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die Weinflasche noch irgendwo hinpacken. Auf die Falle vielleicht. Kann das sein oder fällt sie schon so runter einfach? Ah. Den Handschuh, ne, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Ne, da muss ich die Weinflasche hier hinpacken wahrscheinlich. Oder die Axt, das könnte auch sein, ihre eigene Axt. Ist natürlich eigentlich für eine Jägerin viel sinnvoller. So, betrachte die Falle. So, aber ich kann hier nicht die Weinflasche draufpacken. Was kann ich denn dann draufpacken? Nochmal den Skelettarm vielleicht? Den kann ich ja wieder mitnehmen. Oder ich muss überhaupt nur den Skelettarm nochmal auf sie draufwerfen. So, dann versuchen wir das nochmal. Ich hätte es ja mit der Weinflasche gemacht. So. Hey, stehen bleiben! Mann, Mann, Mann. Die ist aber auch repetitiv unterwegs hier, die gute Frau. Na, und das Vieh weiß immer noch nicht, wo es hin muss. Zack. Und jetzt wollen wir den Skelettarm. Na, komm schon. So. Und pappen. Er leistet uns. Langsam reicht es aber. Ich. Oh! Jetzt, ja, ja. Bam. Sauber. Das Vieh hat wirklich es faustdick. Hinter den nicht vorhandenen Ohren. Lasst mich hier aus! Freigeschaltet, it's a trap. Hervorragend, dann hau ich mal wieder ab und kann jetzt zu Nate und der wird. Hey, wie bist du an der Grünhaut vorbeigekommen? Luftsprünge machen. Du steckst voller Überraschungen. Erst die Nummer mit dem Loch da an der Wand und jetzt schaltest du auch noch Sasi aus. Aber hallo. So, wir haben sehr viele neue Sachen bekommen. Leiter, Seil, Weinflasche, alles Mögliche. Wir gehen jetzt mal nach oben in die Galerie und gucken mal, ob wir die Leiter schon mal platzieren können. Und irgendwie müssen wir ja auch diese... Ja, wir können es platzieren. Das ist ja Wahnsinn. Können wir denn da jetzt auch hingehen? Klettere die Leiter hinauf. Wir haben wieder mal ein Rätsel. Betrachte die Tafel. Vielleicht sollte ich das lieber mit Nate machen. Der sagt mir noch wenigstens irgendwelche Sachen dazu. So. Das wird interessant. Allerdings. Hier ist das Vieh. Boah! Da ändert sich wohl die Richtung der Erdanziehungskraft. Drei übereinander angeordnete Steintafeln. Ist das nur eins? Ne, da sind ganz viele, ne? Ganz viele Symbole. Irgendwo dort hinten muss das Büro des Erzmagiers liegen. Wenn es hier irgendwo magische Artefakte gibt, dann dort. Was zur Hölle? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Die Mona Sasi. Ist hier, ist ja super. Hervorragend gemacht. So, aber die Kombination kann man jetzt ja nun wirklich überhaupt nicht herausfinden. Hi. Dem Vieh. Halt die Augen auf. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich habe hier überhaupt gar keinen... keine Möglichkeit, wieder rauszugehen.
Ich kann ja nicht mehr mit dem Vieh. Ah, hier, doch. Hm? Was? Hier stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Das sag mal. Rede mit Nate. Ach, dammit, die stehen irgendwie aus Versehen, stehen die so nebeneinander, dass ich nicht raus kann mehr. Was ist denn hier los? Ah, Gott sei Dank. Irgendwo gab es einen Pixel, wo man noch gerade mal hinweg konnte. So, dann wollen wir mal jetzt gucken, ob man mit dem Vieh... Ei. Übernimm du mal. Und zwar, ob ich mit dem Vieh... Oh Gott, jetzt ist das Vieh wieder hier drin. Was soll das denn? So, jetzt bin ich hier mal durch alle Bugs durch. Und jetzt werde ich mal ausprobieren, ob man irgendwie die Weinflasche oder irgendwas anderes hier reinstellen kann. Vielleicht ein Seil. Irgendwas müssen wir noch hier machen können. Oder ich gebe mal die Sachen dem Nate. Ach, das kann ich gar nicht. Guck an. Ich kann ihm nicht die Axt geben. Ich kann ihm nicht den Handschuh geben. Die Feder auch nicht. Ach komm, ich kann ihm gar nichts geben. Das ist ja krass. Hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass man hier irgendwas machen kann. Vor allem, dass wir hier irgendwie noch irgendwas reinstellen können. Also er sagte ja vorhin, oder in einer der vorigen Folgen, dass das so tief wäre, dass man da irgendwie was reinstellen können müsste. So, aber diese drei Symbole, sind das die einzigen, die ich jetzt irgendwie benutzen kann? Soll es hier tatsächlich weitergehen? Oh, man könnte natürlich auch noch andere lustige Sachen machen. Zum Beispiel mit dem Wein und den guten Quallen hier. Nein, schade. Ich dachte, man könnte die Quallen vielleicht besoffen machen. Scheint nicht zu funktionieren. So, hier können wir auch nichts machen. Was ich echt merkwürdig... Ah, jetzt kann ich dem Nate die Handschuhe geben. Irgendwie ist hier gerade so ein bisschen heute das Bugfest unterwegs. So, Weinflasche. Danke. Die Axt. Gib mal alles, Nate. Danke. Bitte. Und ein Seil, auch für dich. Oh, toll. Ja, da freut er sich. Oh, toll. So, was jetzt noch war, dieser Metallbügel, der im Boot war, den müsste ja auch der Nate nehmen können. Das lohnt sich vielleicht sogar. Ach no, jetzt bin ich jetzt wieder falsch gelaufen. Durch die falsche Tür nach draußen gegangen. Der Turm hat... So, hier, das mache ich nochmal ganz kurz. Hole ich mir einfach mal den Metallbügel. Das ist so ein Metallbügel. Man benutzt ihn um... Also damit kann man das... naja, das ist, wenn keine Ahnung. So. Können wir noch Sassi so ein bisschen ärgern? Tja, das Vieh hat ganze Arbeit geleistet. Die Luke ist versperrt und die Bugklappe ist seit dem Absturz so verzogen, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Hoffe ich zumindest. Sehr gut. Wir können auch mit Mary reden. Mit den Tratsch, mit guten alten Bekannten. Captain Nate? Das war schon ein verrückter Tag, oder? Wir wurden abgeschossen und haben eine neue Todfeindin. Ich hatte die Chance, endlich reich zu werden und habe sie nicht genutzt. Weil du deine neuen Freunde nicht hängen lassen wolltest. Weil ich ein Idiot bin. Wem mache ich eigentlich was vor? Ich bin hier und spiele den selbstlosen Helden. Und die ganze Zeit denke ich nur daran, dass ich die Chance meines Lebens nicht genutzt habe. Und trotzdem hilfst du den Viechern. Das ist umso bemerkenswerter, je schwieriger es dir fällt. Psst, Munkus hatte recht. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb. Nein, wärst du ein Dieb, hättest du das Herz gestohlen und wärst fortgelaufen, wie alle Diebe es tun. Munkus hat erkannt, dass du keiner von ihnen bist. Deswegen hat er dich das Herz mitnehmen lassen.
und mich so zum Werkzeug seines teuflischen Plans gemacht. Auch gute Menschen machen Fehler. Doch dann laufen sie nicht weg und verstecken sich. Sie stehen dafür ein und versuchen, ihren Fehler zu beseitigen, so wie du jetzt. Nathaniel Bonnet, der gute Mensch. Irgendwann wirst du erkennen, dass es genauso ist. Und dass es sich auszahlt. Tja, die Moral von der Geschichte. Das Gute lohnt sich nicht, aber es macht trotzdem mehr Spaß. Was haben wir denn noch hier eigentlich so ein bisschen? Betrachte die Trauben. Ah, guck mal hier, die Transportkiste. In solchen Transportkisten werden Waren aller Art transportiert. Diese hier kommt aus Gnopolis. Vermutlich irgendein technischer Kram aus den Gnomenwerkstätten dort. Da müsste ich doch eigentlich mit der Axt irgendwie mal ran können. Ich glaube, das hat sich gelohnt, dass ich hier nochmal rausgegangen bin. Roms! Yes. Was haben wir denn da? Ein Gnomen-Hausroboter. GHR X100. Selbst wenn mir das Ding nicht um die Ohren fliegen würde, könnte ich damit nicht viel anfangen. Was? Das war's? Wir haben nichts bekommen? Das ist ja mal der Hammer. Schade. Dann hole ich mir die Trauben. Wir müssen ja irgendwas abmalen. Diese Trauben sehen zwar aus wie Weintrauben, sind aber, glaube ich, keine. Das macht ja nichts. Mir soll's egal sein. Essen will ich sie sowieso nicht. Eben, du willst sie ja malen. Nimm sie mit. So, können wir denn jetzt in die Stadt? Mein letzter Besuch in Seefels verlief eher nicht so gut. Ich bleib lieber hier oben. Ja, kann ich nachvollziehen. So, dann zurück auf wieder. So, jetzt können wir hier vielleicht die Trauben drauflegen. Was hältst du denn davon? Jawohl, kein ja. Kein umwerfendes Motiv. Es fehlt noch etwas. Ach, die Weinflasche wahrscheinlich. Speis und Trank, ein sehr hübsches Motiv. Na, aber hallo, jetzt sind wir wirklich bei den holländischen Meistern des Stilllebens angelangt. Mindestens Trauben und Wein. Lass das sein. Den Handschuh weiß ich auch noch nicht, wofür ich den benutzen kann. Aber wir wollen jetzt mal gucken, ob ich vielleicht mit dem guten Nate irgendwas von diesen Sachen hier ins Bild stellen kann. Mal gucken. Was ist das hier eigentlich? Ach, der Metallbügel, ja. Wofür der wohl gut ist? Kann hier auch nichts benutzen. Das war's auch schon wieder. Mit diesem Bild kommen wir nicht weiter mit dem Schwein. Außer ich schlachte das Schwein vielleicht direkt ab. Löse das Gemälde mit der Axt. Komm, wir machen das mal auf die Haare. Ich kann dem Engel doch nun wirklich nicht die Hände abhacken. Wieso denn nicht? Ich löse das Problem lieber auf meine Weise. Kompliziert und am Rande der Nachvollziehbarkeit. Ja, das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Tatsächlich. Ach Gottchen, jetzt darf ich hier wieder alles ausprobieren. Und das Ding haben wir ja auch noch nicht hinbekommen. Klettere die Leiter auf, betrachte die Tür und der Balkon ist weg. So, gucken wir mal, was mit dem traurigen Clown los ist. Vielleicht können wir mit dem irgendwie eins von diesen Dingern... Auf jeden Fall will ich dieses Bild haben. So viel steht fest. Aber keins der Gegenstände... Ne, die hatte ich ja schon. Keins dieser Gegenstände scheint in irgendeiner Form... mit den Bildern... in Interaktion treten zu wollen. Damn it. Wo ist eigentlich das Vieh? So, was haben wir denn jetzt noch hier? Handschuh? Können wir den kochen? Nee. Aber vielleicht können wir hier irgendwelche Sachen noch benutzen. So. Muss mal hier so ein bisschen rumrätseln. Zum Beispiel die Feder könnte man vielleicht als Pinsel benutzen. Hätte ich mir gedacht. Bin auch gespannt, wo wir diesen Handschuh noch benutzen wollen. Oder ob es das schon war mit der Hand. Wie ist eigentlich das mit der Hand? Können wir die eigentlich nochmal wieder fangen und wieder benutzen? Das wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit. Und etwas, was wir nicht unbedingt...
Ach so, nee, wir haben ja keinen Kescher mehr. Und die Hand scheint auch völlig weg zu sein. Ich sah schon mal besser aus. Aber nicht viel. Sah ja auch jeden Morgen. Setze die zwei fehlenden Metallstücke in den Tisch ein. Ja, eins brauchen wir ja noch. Ich kann jetzt hier nur... Oh, bedrohe das Bild mit dem das Erzmagier mit der Axt. Mal gucken, was er jetzt sagt. Komm, do it. Macht er irgendwie nicht. Schade. Maria. Nenn mich Erzmagier oder Sir. Ich muss weiter. Ich habe... Dammit. Kochen kann ich ja auch nichts. Bringt auch nirgends irgendwie was... zu kochen. Ich frage mich, wie diese, was mit diesen drei Symbolen ist, ob ich irgendwo da was übersehen habe. Immerhin. So. Müssen diese drei Symbole ja irgendwie sowas wie eine Art Kombination sein oder so. Aber ich sehe nicht... Die Tür ist durch einen Mechanismus gesichert, der nicht so aussieht. Ich sehe nirgendwo diese Kombination in irgendeiner Form vielleicht schon mal vorgekommen ist. Oder auch Hinweise, welche Kombination das eventuell sein könnte. Insofern glaube ich nicht, dass wir hier richtig sind. Müssen wir den richtigen Pixel treffen. Diese Bilder machen mich wahnsinnig. Na gut. Ja. Der trinkt Tee. Ich habe ja auch noch gar nicht gesehen, dass sich hier wirklich tatsächlich alles bewegt. Hier der Drache. Das sieht man ja am eindeutigsten. Aber diese Bilder hier bewegen sich nicht. Aber immerhin die drei hier oben schon. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und vielleicht komme ich dann mal hinter, wozu wir diese ganzen verdammten Sachen brauchen können. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.